Die Rosinen hat die mit, musste mir die Mama mühsam immer die Rosinen aus dem Studentenfutter rausmixen. Bis meine Oma dann so schlau war, mir einfach so eine Packung Rosinen selbst gekauft hat. Dann mal los. Und jetzt ist es für mich eher mühsam, die Nüsse da rauszupicken. Den Bogen nicht komplett aufzuwerten, ist eine Sünde. Nicht schlecht. Ansonsten habe ich hier alles, ne? Kopf runter. Na bitte. Oh, Mutti. Ist korrekt. Wie gesagt, das musste halt gemacht werden wegen der Cutscene. Haben die sich gegenseitig erschossen? Na, wenigstens habe ich jetzt ein paar Pfeile bekommen. Sehen. So schwierig zu übersehen. Na, super. Oh, du Fisch. Wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Ja, wie denn auch? Ich schaffe. Den Sprung sollst du ja auch nicht schaffen, du sollst ja die Ellie irgendwie rüberbringen. Eigentlich interessant ist, normalerweise müsste man, um es richtig realistisch zu gestalten, müsste man eigentlich die Luft schneller verlieren, wenn man schnell schwimmt. Weil wenn du etwas schneller machst, verbrauchst du mehr Energie und somit auch mehr Sauerstoff. Und in der Luft hast du ja nur, kannst du dich ja nur mit dem Sauerstoff über Wasser halten, den du in deinen Lungen gespeichert hast oder dein Blut zu finden ist. Und dementsprechend bleibt man immer am längsten unter Wasser, wenn man sich regungslos bringt. Nee, aufgepasst nicht. Ich war einfach nur gerne im Schwimmbad. Okay. Ich habe meine 2 Minuten unter Wasser gehalten, indem ich mich einfach wie ein Embryo
Embryo-Haltung. Okay, gut. Und meine Arme habe ich mit meinen Händen habe ich meine Füßen. Kommst du hier hoch? Ja. Ah, die lässt jetzt die Leiter runter, okay. Dann habe ich das gemerkt. Bin stolz auf dich, wie, als wenn ich ein Idiot wäre. Doch. Was ist passiert? Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Ja, also wenn ich sie hier hinstelle, da hochgehe. Das ist keine 2 Minuten. Doch. Ich habe aber auch extrem viel hyperventiliert. Ich habe das immer so lange gemacht, bis mir fast richtig schwer, also bis mir richtig schwindlig war. Und dann ging's. Einmal habe ich Ärger vom Bademeister bekommen, weil ich dem nicht Bescheid gegeben habe. Da war sogar der Jan mit dabei. Oh, okay. Gute Idee. Und ich war in meiner Jugend sehr oft tauchen. Oder war das 1,5 Minuten? Auf jeden Fall so lange, dass der Bademeister sich Sorgen gemacht hat. Obwohl die Jungs da standen und sagten, oh, ja, das Mann. Passt schon. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Na komm, spring! Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Hast mich nicht mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Wer weiß, was für Kniescheiben die haben. Oh, Ellie! Na Ellie, los! Da kommen sie nicht mehr raus. Ich kann mich jetzt erst bewegen, nachdem meine Luft schon aus ist. Das ist immer gut.
Gut, so lange warte ich jetzt auch nicht. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Was? Nicht ein normaler Mensch macht bei das. Den Fireflies. Tut mir leid wegen. Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Ist doch dumm. Also, der Typ, ne? Ich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir können schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Aber wird sie das töten? Einen Impfstoff? Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Geht das nicht durch Blut? Such jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Würde da erstmal warten und Forschung betreiben. Nimmt Blut ab, nimmt Pisse ab, nimmt Speichel. Ja, rede diesen Knochenmark ein. Oder. Irgendwas in dem Körper muss doch sein. Du kannst doch sowas los, wegnehmen. Bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Genau zur Untersuchung. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? War das zweite Ei? Oben. Den Gang runter. Hat keiner gehört, ne? Oh Mist. Noch. Der Schmuggler, er ist hier drin! Thank you.
Ich glaube nicht, dass er dem die Eier geschossen hat. Wir suchen den Rest ab. Wo ist dieser Typ, verdammt? Mistkerl! Wo ist ihm sein Revolver? Geht doch rum! Komm, Scheiße! Gut, eigentlich nicht lange. Die anderen, die da stehen, haben das natürlich nicht gehört. Werbung. Was war der Grund, warum Joe so... Ah, die wollen Ellie... Der Pilz, mit dem sich die Leute infizieren, der wächst im Gehirn. Ellie ist gerade im Operationssaal, weil sie ihr den Pilz entfernen wollen und so einen Impfstoff herstellen können. Ja. Deswegen ist Ellie immun, weil der Pilz halt mutiert ist. Aber das Ding wächst im Kopf. Anstelle, dass sie es erstmal mit Blutproben und so einem Kram probieren, nein. Erstmal das Gehirn entfernen. Und deswegen... Ja. Ist Joel pissed. Au! Ey, das habe ich ja... Ach so, ja. Das habe ich ja die ganze Zeit gesagt. Wir hätten theoretisch erstmal mit allem, egal was, mit allem probieren können. Also ich hätte ja erstmal wirklich alles genommen. Ist egal was. Speichel, Knochenmark, etc., etc. Urin, Kacke, Schweiß, Blut, Knochenmark, hey, ich meine, selbst genetische Scheidenflüssigkeit ist egal was. Irgendwas muss doch damit gemacht werden können. Unabhängig. Egal was, aber nein. Ja gut, Knochenmark kannst du ja auch spenden, ne? Ist immerhin besser
als Dingsbums. Immerhin besser als gleich den Stecker zu ziehen. Ja, vielleicht ist ja was da drin. Hier ist er! Ja. Unwahrscheinlich. Stammzellen sind ja dort. Die werden ja zu Nervenzellen etc. Deswegen wird das nichts. Ist ja egal. Ist ja egal. Es ging ja nur um Beispiele. Was man hätte theoretisch erstmal vorher versuchen sollen, ohne gleich das Gehirn daraus zu mampfen. Natürlich! Ich weiß, was davon abhängt. Das ist alles kein Problem, aber... Ich meine, bei den Simpsons haben sie es in der Halloween-Folge mit den Zombies auf dem... Gut, die haben es ein bisschen übertrieben, war halt lustig, aber... Oh, komm schon. Genau. Ich hab dir zwar ins Gesicht geschossen. Natürlich. Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, natürlich. Ey, fick deine Mutter ins Knie, wund, du hurengefickter Fotzenficker, ey. Deine Mama bläst eine Hölle mehr als du Pimmel. Meine Mutter nimmt ihn eine getrocknete Kackwurst als Kondom, ey, du Fotzenpisser. Was soll das für ein Mist? Tja, also die KI trifft immer, ist gar kein Problem. Aber du, Spieler, ja, du musst auf dem Mikro... Ja, natürlich, lebt immer noch Schwanzmade, ey. Natürlich. Ja, doch, deine Mama ins Knie wund.
Hat natürlich unendlich Muni. Schießt ihm ins Gesicht, aber ja, ich habe ja theoretisch Gesichtsschutz. Und natürlich sofort, was ja bei der KI auch der Fall ist, ne? Aber sofort, wenn du aus der Deckung rauskommst, musst du ja sofort getroffen werden.